Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute richtig leckeren Adana Kebab und wenn du wissen möchtest, wie man den macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und während die Kohlen jetzt so durchglühen, würde ich sagen, wir legen direkt mal los mit der Schnibbelei. Und wir starten einen Abend vorher, denn ich habe mir überlegt, ich mache das Lammhackfleisch selber. Dafür habe ich meinen Metzger meines Vertrauens, den Dirk Ludwig, gefragt, ob er mir nicht was schickt. Wenn ihr das auch haben möchtet, der-ludwig.de einfach mal abchecken. Und ich werde immer wieder unter den Videos gefragt, wie ist das mit Lammhack, wo kriege ich das? Und jetzt sage ich dann hin und wieder, ja, im türkischen Supermarkt, das ist für den einen oder anderen dann auch wieder nicht richtig. Dann sage ich, guck doch mal im Supermarkt nach Lammfleisch, zum Beispiel Lammkeule, das gibt's dann da nicht. Also, wenn ihr einen Metzger habt, der Lamm verarbeitet oder ihr eine Bezugsquelle für Lammfleisch habt und einen Fleischwolf, dann könnt ihr das super einfach selber machen. Und entweder ihr macht das mit so einem Fleischwolf, wie ich ihn jetzt habe, der ist quasi an meiner Küchenmaschine, beziehungsweise ich kann ihn an die Küchenmaschine anbringen und dann kann ich halt eben das Hackfleisch ganz einfach selber wolfen. Das Ganze geht natürlich auch mit so einer, mit so einem Handfleischwolf, da könnt ihr das auch machen, da hat vielleicht der eine oder andere noch was. Oder ihr kauft euch extra einen Fleischwolf, die gibt es schon relativ günstig, das lohnt sich aber nur, wenn ihr das Ganze öfter macht. Und dann wird das Fleisch einfach in, ja, so gulaschgroße Stücke geschnitten und dann wird es gewolft. Das kommt jetzt natürlich auch auf den Fleischwolf an, den ihr habt. Wenn ihr so einen riesen Fleischwolf habt, da könnt ihr das natürlich auch komplett reinschmeißen. Ich habe jetzt aber so einen haushaltsüblichen kleinen und deswegen habe ich mir gedacht, das machen wir mal komplett selber. Und außerdem wisst ihr dann auch, welches Fleisch da drin ist und dann macht das Spaß. Ja, ich habe außerdem gedacht, Mensch, wenn ich das Lamm jetzt eh durchwolfe, dann kann ich das mit dem Rindfleisch ganz genauso machen und habe selbstverständlich auch das Ganze da durchgewolft. Und übrigens, an all diejenigen unter euch, die hier immer drunter schreiben, ja, im türkischen Supermarkt, da kann man doch nichts kaufen und bla und hast du nicht gesehen, das ist völliger Bullshit. Ich kaufe ganz, ganz viel Gemüse zum Beispiel im türkischen Supermarkt und ich wurde da immer freundlich begrüßt und werde auch nach wie vor dort freundlich begrüßt werden. Dementsprechend gebt der ganzen Sache mal eine Chance und seid nicht so ganz festgefahren. So, und nachdem wir jetzt unser Hackfleisch selber gemacht haben, würde ich sagen, wir legen jetzt mal richtig los. Denn wenn das Hackfleisch fertig ist, dann geht's in der Outdoor-Küche weiter. Und da brauchen wir als erstes mal Knoblauch. Und in meinem Fall habe ich 13, du kannst aber auch 4 nehmen, 15, 16, 7, 12, wie auch immer dir das passt. Und dann wird dieser Knoblauch einfach ein bisschen gehackt. Ja, das kannst du entweder ein bisschen feiner machen oder ein bisschen gröber. Das bleibt ganz dir überlassen. Wichtig ist nur, dass das Hackfleisch schön aromatisiert wird. Die genaue Zutatenliste, die findest du übrigens wie immer am Ende vom Video. Und während wir den Knoblauch so hacken und dann hier drüber geben, können wir uns schon mal um das Wichtigste kümmern, nämlich um die Zwiebelliebe. Die kommt nämlich jetzt und wenn du dich fragst, was soll das mit dieser Zwiebelliebe, was hat das damit auf sich? Das ist ein Community-Projekt. Die Zwiebelliebe, die wurde irgendwann mal eingeführt und seitdem eskaliert das Ganze. Und wenn du Teil der Zwiebel-Army werden möchtest, dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Feier es hart, wenn ich das so in der YouTube-Landschaft, wo ich das schon überall gefunden habe, da muss ich dann tatsächlich öfter mal grinsen. Und dementsprechend, wenn du die Zwiebel genauso schätzt wie all die anderen auch, würde ich mich selbstverständlich stellvertretend auch über ein Abo freuen. Hier gibt es zahlreiche Rezepte mit Zwiebeln. Das wirst du auf Dauer schon feststellen. Auch die Zwiebel, die kommt jetzt dazu. Und um ein bisschen, ja, Feuer in das Adana Kebab ranzubringen, packen wir jetzt Chilischoten dazu. Das sind eigentlich, nennt man es auch, roten Pfeffer, was ich hier schneide. Wenn du es jetzt noch schärfer haben möchtest, kannst du selbstverständlich auch zum Beispiel eine Habanero oder etwas anderes mit da reinpacken. Aber treue Zuschauer wissen, ich kann ja gar nicht so scharf essen. Dementsprechend hack es einfach mal durch und pack es mit da rein, denn so ein bisschen Schärfe, die muss auf jeden Fall dazu. Und wovon lebt eine gute, diese orientalische Küche? Von Gewürzen. Das ist Sumach, das gebe ich jetzt dazu. Sumach ist vom Essigbaum. Dann habe ich hier Paprikapulver und außerdem noch einen weiteren Klassiker, nämlich Kumin.
Das kommt jetzt gleich auch noch mit dazu. Außerdem Salz und Pfeffer. Wenn du nicht weißt, wo du Sumach herbekommen sollst, google da einfach mal nach. Kannst du zum Beispiel auch benutzen, wenn du jetzt Döner selber machen möchtest, so Dönerfleischmäßig oder auch ein bisschen ins Gyros oder in ganz viele orientalische Gerichte. Schmeckt wirklich unglaublich gut. Ist halt mal, ja, sowas ganz anderes. Und wenn du es gar nicht kriegen solltest, dann lass es halt weg. Aber das hast du nicht von mir gehört, diesen Tipp. Als nächstes Petersilie schneiden und dann die Petersilie auch noch mit da drauf geben. Und jetzt ziehst du dir in ordentlich ein paar Handschuhe an und dann knetest du das durch. Und wenn du dich fragst, warum hat der dicke Handschuhe an? Ganz einfach, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal, wenn ich Hackfleisch geknetet habe, wieder wegzugehen, um mir dann die Hände zu waschen. Da ist es für mich einfacher, wenn ich mal eben so ein paar Handschuhe anziehe. Und das, was jetzt kommt, das ist essentiell. Du musst nämlich jetzt das Hackfleisch mit den Händen formen und das machst du am besten auf große Spieße, auf so Churrasco-Spieße und drück es ordentlich fest, damit es dir nicht runterfällt. In der Zwischenzeit ist die Kohle selbstverständlich durchgeglüht und die gibst du jetzt in den Grill, sodass du dort einen direkten Bereich hast. Achte darauf, dass die Kohle schon durchgeglüht ist, denn wir brauchen jetzt vor allem Feuer. Wir brauchen Hitze, denn das, was nun kommt, das ist das, was dieses Rezept ausmacht. Denn die Kebabspieße kommen jetzt genau über die Glut und werden dann immer wieder gewendet. Und wenn du das jetzt nicht richtig an die Spieße angedrückt hast, das Hackfleisch, dann löst sich das Ganze. Das passiert mir jetzt tatsächlich auch, nämlich am hinteren Spieß. Und ich habe es aber früh genug bemerkt und deswegen habe ich das einfach abgezogen, dann das Fleisch und wieder an einen anderen Spieß mit dran gemacht. Aber du musst wirklich ordentlich drücken, das Ganze ordentlich, ja, verdichten, sage ich jetzt einfach mal, damit das an den Spießen hält. Und vor allem nicht zu dick Hackfleisch machen, weil ansonsten wird es natürlich durch die Schwerkraft nach unten gezogen. Achte also drauf, dass du das am Anfang richtig schön festmachst und halte dann die Spieße im Auge. Irgendwann, wenn die rundherum so ein bisschen angegart sind, dann kannst du davon ausgehen, dass die auf jeden Fall am Spieß haften bleiben. Und hier siehst du auch, beim zweiten Mal ist mir das dann deutlich besser gelungen. Da habe ich direkt drei Spieße gemacht und da ist dann auch nichts von diesen Kebabspießen runtergefallen. Und scheu dich auch nicht, das Ganze über direkter Flamme zu machen, direkter Hitze. Es geht natürlich auch auf dem Gasgrill. Das ist wirklich was fürs Auge. Das riecht total gut und schmeckt unglaublich lecker. Also ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das unbedingt zu Hause mal auszuprobieren und nachzumachen. Und wenn du die Spieße dann ordentlich gegrillt hast, dann sollte das Ganze so aussehen. Und du siehst, die sind unglaublich saftig, die sind durch die Gewürze unglaublich lecker. Also ich fühlte mich tatsächlich so ein bisschen in so ein fernes Land versetzt. Ist der absolute Knaller. Dazu einfach ein bisschen Pita-Brot, bisschen Tzatziki oder was auch immer. Das ist der absolute Knaller und ich war wirklich total überrascht davon. Und wenn du weitere Rezepte rund um den Grill suchst, dann kann ich dir unser Buch Die Wahrheit liegt auf dem Grill empfehlen. Darin sind 45 Rezepte in unter 45 Minuten. Ansonsten bekommst du hier natürlich noch das Rezept und jetzt würde ich mich wie immer freuen über jeglichen freundlichen Kommentar, über einen Daumen nach oben. Wenn du deinen Freunden davon erzählst, dass du diese Videos guckst, wenn du das Ganze teilst und verbreitest und natürlich, wenn du die Zwiebelliebe in die Welt hinausträgst. In diesem Sinne bleib mir gern gewogen, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Tschüss!